Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Goldtrading-Video von mir. In meinem letzten Video habe ich euch ja erzählt, dass ich nicht allzu viel von Börsenanalyse-Videos halte, weil es nicht mein Hobby ist. Mein Hobby ist ja die Goldsuche und das Goldtrading. Und in diesem Kanal geht es ja um mein Goldhobby. Aber ich fange sofort an. Wie ihr ja seht, hat sich in meinem Börsenspieldepot etwas geändert. Börsenspieldepot deswegen, weil ich meinen echten Trades nicht zeigen darf und etwas zeitversetzt eben dieses Spieldepot meine echten Trades praktisch nachspiele. Rund 1000 Euro sind dazu gekommen. Ich hatte jetzt auch nicht gedacht, dass das so viel wird, weil ich ja nur ein Depot mit rund 10.000 Euro im Spiel habe. Seit dem Sommer wird die ehemalige Unterstützungslinie immer wieder versucht, nach oben durchzubrechen. Einmal, zweimal und hier ein drittes Mal. Mehrmals hatte ich versucht, den jetzigen Widerstand zu drängen. Irgendwie wollten die Marktteilnehmer aber nicht so richtig. Naja, okay, ich kann damit umgehen. Ich trade ja nur Signale. Als ich gestern diese Kerze hier gesehen habe, im 300-Minuten-Chart, also sprich im 5-Stunden-Chart, da habe ich mir schon gedacht, oh, am nächsten Tag müsste es den Markt ein bisschen beobachten. Allerdings sind die gleitenden Durchschnitte immer noch irgendwie auf Verkauf gewesen und haben noch nicht auf Kauf getriggert. Daher bin ich in dieser Kerze praktisch noch nicht antizyklisch reingegangen. Aber prozyklisch habe ich mir dann schon gedacht, prozyklisch bedeutet ja Crossover von den gleitenden Durchschnitten. Ja, das wäre dann vielleicht eine Situation, wo ich dann praktisch in dem Markt Gold einkaufen könnte. Setup, bullische Kerze, allerdings im Rot gehalten, im 300-Minuten-Chart. Okay, 60-Minuten-Chart, Trigger und dann probiert in den Markt eben hineinzukommen durch ein Crossover. Durch die gleitende Durchschnitte. Mein 60-Minuten-Trigger-Chart hatte bereits ein Long-Crossover gesetzt. Der Goldkurs lief an das obere Bullinger Band heran, auf die nächste Eröffnung der Stundenkerze gewartet und ein Long in der Nähe der blauen EMA 24 Long gekauft. Bei grün rein, bei blau raus und raus deswegen, weil der Goldkurs wieder mal außer Rand und Band gewesen ist, weit aus dem Bullinger Band draußen, aus dem Bullinger Band eröffnet hat und es zeichnete sich ab, dass auch der Goldkurs wieder außerhalb vom Bullinger Band schließen wird und das ist für mich ein bisschen tricky und da nehme ich lieber die Gewinne mit. Mit knapp 1700 Euro Saisonstart bin ich zufrieden. Danke fürs Vorbeischauen, ich freue mich auf eure Kommentare. Bleibt gesund, euer Thorsten.